Hallo zusammen. Auch heute haben wir eine Schreibaufgabe für Ihren Deutschtest für Zuwanderer. Wir haben bis jetzt drei Briefe geschrieben und heute schreiben wir einen vierten Brief bzw. eine E-Mail. Schauen wir uns mal die Aufgabe an. Sie haben vor einem halben Jahr bei der Firma Neumann eine Waschmaschine gekauft. Jetzt ist sie kaputt. Sie erreichen bei der Firma telefonisch niemanden. Deshalb schreiben Sie eine E-Mail. Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß, Grund für Ihr Schreiben, Garantie, Reparatur oder neue Waschmaschine, wie Sie erreichbar sind. Vier Punkte haben wir da, genau wie in jeder Schreibaufgabe für den DTZ. Wir haben hier keinen Namen, wir haben eine Firma. Und wir haben eine E-Mail, keinen Brief. Fangen wir an. Wir können zuerst den Empfänger schreiben. Der empfängt diese E-Mail. Und in diesem Fall haben wir die Firma Neumann. Absender ist in diesem Fall Sie. Und wir können auch noch einen Betreff. In diesem Fall die Waschmaschine funktioniert nicht mehr. Oder man kann schreiben, meine Waschmaschine ist defekt. Da brauchen wir kein Datum, weil wir eine Mail schreiben. Das Datum wird dann automatisch geschrieben. Wir haben keinen Namen, deshalb schreiben wir sehr geehrte Damen und Herren. Also das schreiben wir, wenn wir eine formelle Schreibaufgabe haben und wir haben keinen Namen in der Aufgabe. Also sehr geehrte Damen und Herren, einige Daten haben wir und das ist dann der erste Punkt, Grund für Ihr Schreiben. Was haben wir hier? Sie haben bei der Firma eine Waschmaschine gekauft und die geht nicht mehr. Sie können niemanden telefonisch erreichen und Sie schreiben eine E-Mail. Vor einem halben Jahr habe ich eine Waschmaschine bei Ihrer Firma gekauft. Man kann eine Rechnungsnummer schreiben. Die Waschmaschine ist kaputt. Also nun man kann auch genauer schreiben, was nicht mehr geht. Also ist das die Tür, ist das der Schalter, ist das etwas Bestimmtes? Also die Tür geht nicht mehr auf.
Okay, das war der erste Punkt. Also, da haben wir keine neue Information. Das sind die Angaben, die wir in der Aufgabe haben. Also, vor einem halben Jahr habe ich eine Waschmaschine bei Ihrer Firma gekauft. Meine Rechnungsnummer ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun ist die Waschmaschine kaputt. Die Tür geht nicht mehr auf. Sie können die Tür nicht aufmachen. Ich schreibe Ihnen diese E-Mail, weil ich bei Ihrer Firma niemanden telefonisch erreichen kann. So, das war der erste Punkt. Punkt Nummer zwei, Garantie. Also in der Aufgabe haben wir, dass Sie die Waschmaschine vor einem halben Jahr gekauft haben. Und normalerweise haben Sie 2 Jahre Garantie. Garantie. Die Garantie ist 2 Jahre. Das heißt, ich habe noch ein halb Jahre Garantie. Also die Garantie ist normalerweise 2 Jahre und Sie haben die Waschmaschine vor einem halben Jahr gekauft. Das heißt, Sie haben noch 1,5 Jahre Garantie. Punkt 3. Reparatur oder neue Waschmaschine. Man kann zuerst fragen, ob man die Waschmaschine reparieren kann. Und wenn man die Waschmaschine nicht reparieren kann, dann fragt man, ob man eine neue Waschmaschine bekommen kann. Ist es möglich, Waschmaschine zu reparieren? Man kann auch fragen, wann ein Techniker vorbeikommen kann. Wann kann ein Techniker vorbeikommen, um die Waschmaschine zu reparieren? Und dann der zweite Punkt, eine neue Waschmaschine. Also falls eine Reparatur nicht möglich ist, dann schicken Sie mir bitte eine neue Waschmaschine. Das ist auch genug für den dritten Punkt. Und der vierte Punkt lautet, wie Sie erreichbar sind. Wie kann man Sie kontaktieren? Sie können mich den ganzen Tag, Sie können mich jeden Tag, Sie können mich täglich ab 17 Uhr, wenn Sie den ganzen Tag arbeiten, Sie können mich täglich ab 17 Uhr auf meinem Handy unter der Nummer 1 anrufen. Eine andere Alternative bin auch den ganzen Tag
per E-Mail erreichbar. Jetzt haben wir auch den vierten Punkt und wir schließen die E-Mail ab. Eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen. Man kann sich bedanken für die Hilfe. Vielen Dank im Voraus, also für die Hilfe, die Sie noch nicht bekommen haben. Und den Gruß nicht vergessen mit freundlichen Grüßen, Vorname und Nachnamen. Immer wenn wir eine formelle Schreibaufgabe haben, wir schließen die Aufgabe so ab und wir schreiben den Vornamen und den Nachnamen. Also, jetzt schauen wir uns die ganze E-Mail an. Noch kleiner. Empfänger, Absender und Betreff muss man in einem DTZ nicht schreiben, aber es schadet nicht, wenn man die drei Sachen schreibt. Wir haben hier die Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren, vor einem halben Jahr habe ich eine Waschmaschine bei Ihrer Firma gekauft. Meine Rechnungsnummer ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun ist die Waschmaschine kaputt. Die Tür geht nicht mehr auf. Ich schreibe Ihnen diese E-Mail, weil ich bei Ihrer Firma niemanden telefonisch erreichen kann. Die Garantie ist 2 Jahre. Das heißt, ich habe noch 1,5 Jahre Garantie. Ist es möglich, die Waschmaschine zu reparieren? Wann kann ein Techniker vorbeikommen, um die Waschmaschine zu reparieren? Falls eine Reparatur nicht möglich ist, dann schicken Sie mir bitte eine neue Waschmaschine. Sie können mich täglich ab 17 Uhr auf meinem Handy unter der Nummer anrufen. Ich bin auch den ganzen Tag per E-Mail erreichbar. Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Vorname Hassan, Nachname Ali. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen. In der nächsten Zeit schreiben wir auch noch viele Briefe für A1, A2 und B1 und wir lernen auch neue grammatische Regeln. Bitte teilen Sie das Video und abonnieren Sie meinen Kanal auf YouTube und tschüss!